Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir sind hier noch beim Zugdepot und müssen schnell zurück in die Wolf Street. Unser Viertel wird angegriffen. Ich nehme hier nur schnell die Gasgranaten mit. Dann können wir uns leider jetzt nicht die AK holen. Ein bisschen ärgerlich und wir haben auch relativ wenig Gesundheit. Das ist noch ärgerlicher. Und wir brauchen dringend ein Fahrzeug. Am besten eins, das nicht gleich auseinanderfällt. Ja, nehmen wir das hier. Nein, nimm es. Gut, es steht hier vorne noch. So, und dann jetzt schnell zu unserem Viertel. Das müssen wir dringend verteidigen, sonst verlieren wir das. Selbst wenn wir jetzt kaum noch Gesundheit haben. Da vorne wäre auch ein Hühnchenladen, aber da kommen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Ist das hier vorne unser Gebiet? Ja, offenbar. Das ist grün. Naja. So, das ist... So, da sieht man auch, als ich das erste Mal die Karte aufgerufen habe, dachte ich, die Grove Street wäre ein großes Gebiet, aber nee, das sind in Wirklichkeit zwei Gebiete. Und die müssten jetzt hier vorne in dieser Seitenstraße stehen. Ja. So, packen wir das Auto mal hier. Oh oh. Komm. Sterb, sterb, sterb. So, Mono aufsammeln. Und sterb, sterb, sterb. Oh, der hat sogar... sollen wir die Waffe jetzt nehmen? Ich... Oh, oh, der hat eine Shotgun, der hat eine Shotgun, der hat eine Shotgun. Oh, oh. Schnell, schnell, schnell. Ein Glück. Jetzt ist die Waffe eh weg. Naja. Hier müsste irgendwo auch noch ein Herz liegen. Aber ich finde es gerade nicht. Mist. Na, der Wagen sieht hier eigentlich ganz geil aus. Der gefällt mir. Ich glaube, das ist ein seltener Wagen. Ich weiß es nicht genau. Ich hatte den vorher nie in GTA gesehen, oder? Ich habe nicht drauf geachtet. Oh. Ja, so viel zu selten. So, damit haben wir unser Viertel jetzt verteidigt. Und können gleich mal gucken, was wir als nächstes für eine Mission machen. Also die Mission mit OG, da hatten wir ja Sweet aus Versehen selber getötet. Und wir brauchen dringend Gesundheit. Das heißt... Wir gehen mal hier oben zum Hühnerladen und kaufen uns da mal was zu essen. So, parken wir das Auto hier. So, ist aber eingeparkt. Aussteigen. Und mal gucken, was die so haben. Also viele Kunden habt ihr ja nicht, aber naja, das soll uns nicht abschrecken. Ja, das können wir mal nie. Oh, der kostet auch 10. Ich will was günstigeres. Ja, nehmen wir das. Okay. Muss man sich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen, weil ich die Steuerung ja umgeschalten habe. Muss ich jetzt immer mit Shift bestätigen. Vorher war es immer mit der Leertaste. So, mal gucken, ob unser Auto noch da steht. Ja, steht es. So, einsteigen. Und dann fahren wir mal... Fahren wir mal zu Tenpenny.
Also die Big Smoke Mission habe ich jetzt beschlossen, mache ich ja in einem. Also zum nächsten Mal mache ich die Offscreen. Das heißt, wir starten dann in ein paar Folgen an der Stelle, wo ich dann mit Big Smoke die Typen besiegt habe. Aus dem einfachen Grund, da ich die Mission nicht zum vierten Mal zeigen will. Das habe ich aber schon mal in der letzten Folge erwähnt, aber für Leute, die die letzte Folge nicht gesehen haben, ist das jetzt natürlich eine hilfreiche Info. Ja, hier ist auch ein Armunation. Ach ja, das war ja der riesige. Und hier vorne ist dann auch gleich schon Tenpenny. Oh. So, parken wir hier vorne mal. So, hier raus. Ich dachte gerade, wir überfahren den Polizisten noch. Gray Imports. Carl! Dave! Where are you up to? Shit! Where are you running off to, Carl? I thought we were friends. Yeah, whatever. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh, yeah? How? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-assed drive-bys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tenpenny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the Docklands, and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. Mach dich zu den Docks, wo die Ballers einen Deal mit den Russen ab. Durchziehen. So, schnappen wir uns hier mal das Motorrad. Und ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll, dass Tenpenny uns hilft. Auf der einen Seite bin ich natürlich froh, wenn er uns ein bisschen hilft. Auf der anderen Seite denke ich mir, wieso hilft er uns auf einmal? Im ersten Part hat er uns aus seinem Auto rausgeworfen. Neulich mussten wir ein Haus für ihn anzünden. Und auf einmal hilft er uns. Das wirkt alles sehr merkwürdig. Ich hoffe, das klärt sich alles noch auf. Und ich frage mich, ob das jetzt beim Hafen ist. Aber ich glaube, ich weiß, welche Mission das ist. Ich glaube, es ist eigentlich eine ganz geile. Oh, 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 oh. Mist. Wieder aufs Motorrad. Ich glaube, wir müssen jetzt, was sie hier mit Docks meinten, war, glaube ich, unser Zugdepot, wo wir immer uns die AK holen und die coole sichere Weste. Ja, das ist es sogar. So, dann fahren wir hier mal in den roten Kreis. Russen und Ballers treffen sich im Lagerhaus. Du musst einen Weg nach innen finden. Du musst einen Weg... Oh, habe ich ja schon gelesen. So. Haben wir ein Scharfschützengewehr da? Nein, natürlich nicht. Aber da ist ein rotes Fass. Oh, 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 oh. Na komm, sterb, 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 sterb. Oh, 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 oh. Das wäre fast schief gegangen. Oh.
jetzt wird's nochmal sehr gefährlich. Na komm, 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 komm. So, und ich würde sagen, wir nehmen jetzt auch nochmal die Waffe auf. Die Tür ist verschlossen. Schrottet das Keypad, dann geht es vielleicht auf. So, nehmen wir die Schaufel. Oh, oh. Komm. So. Dann räume ich hier mal ein bisschen mit der Schrotflinte auf. Kann man sich mit der ducken? Ja, kann man. Na, komm vor. Wenn du eine Schusswaffe aktivierst hast und Maustaste R drückst, kannst du seitwärts, kannst dich seitwärts bewegen. Hm. So. Und hier war wieder ein Herz, das uns ein bisschen geheilt hat. So. Oh, hier ist eine coole sichere Weste, das ist gut. Hm. Wo sitzen die? Oh, oh, nicht zu nah am Feuer stehen. So. Das anschießen. Und da oben steht noch einer. Kriegen wir den? Ja, den kriegen wir noch. Oh, oh. So. Dann sammeln wir hier noch die AK auf. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann weiter hier nach oben. Ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Frido. Ciao.